Hey Leute, willkommen zurück zu Observer. Wir sind immer noch im Traum dieses Dealers. Dem Mann von der Frau, die wir vernehmen wollten, aber die ist ja leider auch weg. Ah, dieses blöde flackernde Licht, ich kann mir das nicht angucken. Ja, so lässt sich garantiert hier jemand raus, Kumpel. Prügeln die da gerade einen Insassen? Alter, aber wie brutal sie sind. Also das scheint hier ja Alltag zu sein im Knast. Da wo der Kerl war zumindest. Ich kann mich nicht umschauen. Toilette? Warte, ich kann mich auch nicht umgucken, ich werde immer wieder hierher gezogen. Oh Gott, kannst du das mal lassen, bitte? Give it to me. Now. Weil ich denke, da war das jemand anderes eben, der Schwarze. Fuck yes. Finally. Oh Gott! Was ist jetzt los? Horrortrip oder was? Oh, warte! Wo bin ich denn? Alter. Oh! Das sind ganz viele Vögel. Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Uts. Alter, was ist das? Was ist das hier? I've always wondered, were you scared? Of me, I mean. No, I could see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you know what you were getting into. Yeah. I guess I did. Alter Schwede, was ist hier los? Hilfe! Hilfe! Oh, ist das eklig, Leute. Ich krieg schon wieder irgendwie... Ich weiß nicht, was. Was steht da? Jacked Ink Tattoos. Ach, das ist der Tattoo-Laden. Ich werde mit euch, da geht's weiter mit der Ermittlung gleich. Aber das ist doch verwirrend hier alles. Was ist mit dem Spiel hier los? In sickness and in health, forsaking all others. Okay. To have and to hold from this day forward until death do us part. Any regrets? None. Ja, das ist halt das, was er noch in Erinnerung hat von der Hochzeit mit seiner Frau jetzt hier, aber... Alter Schwede, ist das krank, dieses Spiel. Aber gut, krank, aber gut.
Was? Ich will doch nur duschen. Guck mal, das ist so eine Regenwasserdusche. Oder ja, so eine Regendusche heißt es. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger? Och, da ist noch eine Dusche. Geh ich halt hier hin, in die dreckige. Was? Was? Okay, ich geh doch wieder in die Dusche. Scheiße. Nein! Ich will hier raus. Aber dieses Gepixel übrigens, das ist normal, schätze ich. Alter, schön. Ja, fuck. Sind das die Drogen gerade? Ja, das wollte ich eigentlich machen, aber es geht wohl nicht. Duschen. Ich muss echt duschen, wenn das hier so weitergeht. Ich schwitze wieder mal am ganzen Leibe, du. Da hinlaufen oder ist das tödlich? Okay, ist nicht gestattet. Offensichtlich. Wer noch Daniel? Nein. Doch. Wir haben eine ganz komische Sicht. Also alles ist so Fischauge, so Tunnel. Tunnelfisch. Ist das jetzt gerade der Entzug oder wie? Ich will aber nur duschen. Das ist ja schön. Das ist so, dass wenn man sich total schmierig und dreckig fühlt, man kann nicht duschen oder wie. Das ist so, dass die persönliche Hölle. Das ist die persönliche Hölle, Leute. Wie sie einfach aufhört. Das ist so gemein. Was ist hier los? Ich will nur duschen. Oh, Kinder. You're strong enough to beat that thing. Und ich will Fernsehen gucken. Verdammt nochmal. Jetzt will ich mal aufräumen wieder ein bisschen, hä? Alles Konserven? Was ist das alles? Ja, Konservendosen und Spraydosen oder sonst was. Nee, alles Essen. Nee, doch, das sind Spraydosen. Und Schuhe. Was ist das, Schuhe? Ich habe keine Ahnung, das ist auch eine Dose, doch. Was ist der Wolf? Was ist diese Bestie, die auch schon unseren Sohn zerfetzt hat? Ich würde es wirklich gerne wissen, Leute, aber ich glaube, das ist nur eine Metapher. Oh, das ist alles blutig. Eine Ente? Ein Schwan? Nein, ein Schwan. Get out of here! Run! Get up! Warning. Synchronization interrupted. Administer medication. Ach du Scheiße. Daniel. Ich hätte das auch nicht gemacht. Interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Haut ihm das Ding in den Kopf immer? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum hast du das gemacht, Daniel? Du wusstest doch. Ah. Scheiße. Ich bin ein Overseer. Ach du Scheiße. Und jetzt sehe ich hier alles verkröselt. Aber ganz schnell meine Ladung hier geben. Zack. Wer weiß, ob das. Well, you got your last picks.
Hope it was worth it. Ja, das ist, glaube ich, hier so eine Atemmaske. Davon gibt es dann halt einen Schub. Also, das ist eine Droge, denke ich mal. Ach du Scheiße. Scannen wir das mal. Ein medizinischer Inhalator. Modell Pankea Tyron. Chemische Spuren entdeckt. Geregelter Stoff 45F. Das ist dann wohl dieses Zeug, ja? Diese Chemikalie, die wir schon gescannt haben, meine ich. Oh. Synchrosine collected. Morphine. Some under the counter painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. Ja. Morphine. Super lecker. The voice box implant. Not uncommon among long-time feed addicts. Was? Warum das denn? Spaßsynthetisierer? The only thing that was keeping him alive. Künstliche Herzklappe. Ja. Amir Novak hieß er. 19. Mai 52 geboren. Wann ist er gestorben? Sieht man jetzt nicht, also welches Datum wir jetzt haben. Ruf hat er keinen. Fallnummer da danach. Körperverletzung, Raub, Drogengesetz, Strafe verbüßt. Ja, Status kritisch. Ja, ich würde sagen Status tot. Oh, ist das widerlich, Leute. Er wurde total zerrissen und er macht sich keine Gedanken. Ich meine, offensichtlich war das ja irgendwas Fieses. Diese Bestie, die wir eben kurz gesehen haben. Was ist das? Ist das was Reales oder was Ausgesponnenes? Ist das ein Fell? Not human, not animal. Sag bloß, ist es von einem Werwolf. Das habe ich nämlich eben schon vermutet. Oh, was haben wir hier? Sebastian Dutschmal. Ja. Neural Interface Engineer. Okay. Oh Gott, diese ganze Couch. Die Plastikplane. Plastikplane, meine ich, nicht Plastikblade. Lal. Das ist alles total, als hätte jemand das geplant. Ich meine, das ist doch nicht umsonst hier dicht gemacht worden und dann mit Blut gefüllt. Das ist doch hier alles. Ah, wer macht denn sowas? Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Okay, ein holographischer Rahmen. Mal gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Okay. Scheint nichts zu sein. Ich gewöhne mich langsam ein bisschen an die Sicht, auch wenn ich es immer noch ein bisschen eklig finde, um ehrlich zu sein. Eine Schlüsselkarte? Ein Credit Chip! Er ist leer. Und ist nicht registriert. Was haben wir hier? Ein Rahmen. Der Mann da in der Mitte. Der ist neu. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Hat er auch damit zu tun? Ach, da ist wieder der PC, warte mal. Aber bestimmt wieder dieses tolle Spinnenspiel, ne? Ihr wisst ja. Oh nein. Der arme Junge! Die andere Frage und ich, die. Ja, ihr seht ja diese. Ja, ich weiß nicht, diese Bröckel, die sie überall im Gesicht haben, das ist, glaube ich, dann die Nanophage. Die verdirbt die dann alle, oder? Wie soll ich das verstehen? Das heißt, wenn man quasi zu sehr gemoddet ist mit Augmentationen, dann wird man so sowas hier. Und vielleicht ist das Endprodukt ja dieses komische Vieh. Oder. Ich weiß ja nicht, ob die Struktur eines Menschen so sehr verändert werden kann, dass man am Ende sowas wird. Wer weiß. Arbeite mit Chiron. Produktiver Bürger. Vermeide die bürgerliche Degradierung. Bleibe aktiv. Bewirb dich jetzt für einen autorisierten Termin. Termine filtern. Qualifizierungen. Niedrigste bis höchste. Bürgerklasse C. Entschädigung beliebig. Abfallentsorgungsfachkraft. Berufsbeschreibung. Tägliche Überprüfung der Kanalisation in Bezirken der Klasse C. Ständiger Bereitschaftsdienst für Störungen der Abfallaufbereitungsanlagen. Ständiger Bereitschaftsdienst. Ständig. Ihr wisst schon, was das heißt. Also rund um die Uhr, 24/7. Anforderungen. Trotz Schutzausrüstung müssen Bewerber eine außerordentliche Toleranz gegenüber giftigen Gerüchen besitzen. Nasenhöhlenmodifizierungen sind ein zusätzlicher Vorteil. Bewerbern ohne Schutzimplantate wird eine teilweise Sinnesentzugsprozedur angeboten. Also Geruchsempfinden zerstören oder wie. Aufgrund der häufigen Belastung durch biologische Substanzen werden Fachkräfte täglichen biochemischen Scans unterzogen. Jungen Schädlingsbekämpfer. Berufsbeschreibung.
Führt strenge Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in stark befallenen Bereichen in Bezirken der Klasse C durch. Also ich glaube, C ist wirklich so das Unterste vom Unteren, also Slum und wirklich schon Giftmülldeponie, wo Leute wohnen sozusagen. Übt alltägliche Tilgungsaufgaben in chemischen und direkten kinetischen Mitteln, mit chemischen und direkten kinetischen Mitteln aus. Anforderungen. Bewerber müssen körperlich fit sein und außergewöhnliche Ausdauer und Geschicklichkeit besitzen, um Tilgungsaufgaben in schwer erreichbaren Gebieten, Gegenden, wie Dächern und Lüftungsschächten durchführen zu können. Aufgrund des hohen Berufsrisikos durchlaufen alle Bewerber eine rigorose Hintergrundprüfung und werden regelmäßig auf geregelte Substanzen überprüft. Naja, gut. Immerhin das. Drohnenfließbandarbeiter. Berufsbeschreibung. Führt einfache Kontroll- und Wartungsarbeiten in einer Drohnenfertigungsanlage durch. Anforderung: Ein grundlegendes Verständnis der Robotertechnik ist ein zusätzlicher Vorteil. Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Fertigungsanlage erforderlich. Alle Bewerber müssen außerdem einer Hintergrundprüfung unterzogen. Entschuldigung, ich bin nicht so ganz. Es ist so warm heute wieder. Bah! Datenübermittler. Liefert verschlüsselte Datenpakete, Vertraulichkeitsstufen 2 bis 4, an und von Firmenzweigstellen in den Bezirken der Klasse B und C. Aufgrund der höchst mobilen Natur des Postens ist ein Besucherausweis für den B-Bezirk erforderlich. Der Ausweis wird dem Bewerber nach Bestehen eines einfachen Bürgerwissenstests und der Durchführung einer umfassenden Hintergrundprüfung ausgestellt. Ein voll funktionstüchtiges Datenspeicherimplantat Klasse CR oder höher ist erforderlich. Aufgrund der vertraulichen Natur mancher Verträge werden die Bewerber einer kurzfristigen wöchentlichen Gedächtnisbereinigungsprozedur unterzogen. Jungservicetechniker. Führt planmäßige und außerplanmäßige Wartungen an holographischen Verbraucherobjekten, Projektoren, Verbraucherprojektoren in Häusern der Klasse C durch. Anforderung: Da die Aufgaben in privaten Wohnhäusern und im direkten Kontakt mit den Kunden ausgeführt werden, müssen die Bewerber über hochentwickelte soziale Kompetenzen und ein freundliches Wesen verfügen. Es gibt keine feste Bezahlung, die Vergütung hängt von der Zahl der erfolgreich durchgeführten Wartungsaufträge ab und wird in einer nicht wechselbaren Währung ausgezahlt, in Proteinmarken. Das sind voll die Scheißjobs. Wer macht denn sowas? Na gut, wahrscheinlich jemand, der total verzweifelt ist und sonst nichts hat. With Fire and Sword. Level 6. Those bloody spiders again. Das ist immer so laut, ne? Warte mal, vielleicht mache ich das mal so. Okay. Ich muss das ein bisschen leiser stellen bei mir. Das ist immer so laut, dieser Quatsch hier. So, mache ich das erstmal so. Ich weiß nicht, ob ich da vorbeikommen. Alter Schwede. Boah, das geht gar nicht. Was soll ich denn hier alle Münzen sammeln? Die erwischen mich doch sowieso. Okay, das kann ich auslassen. Ich warte mich, glaube ich, noch das zweite Schwert hier. Das ist mies, Leute. Das ist richtig mies. Oh, Kacke. Ja, nur? Oh, nee, das geht aber nicht. Ich muss irgendwie diese blöden Spinnen hier loswerden. Warte mal, das mache ich am besten vielleicht erstmal so, indem ich mir die schnappe. Da ist er, das war's dann. Okay, ich will das schaffen. Ich will das wirklich alles schaffen, Leute. Deswegen muss ich das mal ein bisschen probieren hier. So. So. Ich habe die jetzt einzeln einfach weg hier. So. So. Ich habe 2 Schwerter. Achso, man kann auch 2 bei sich tragen. Das ist ja hochinteressant. Ne? Das ist ja hochinteressant. So, warte mal. Die ganzen Münzen hier. Hol ich mir die ganzen Spinnen zurück. Oh, das wird jetzt kacke, Mann. Das wird nicht klappen, du. Das wird nicht klappen. Das ist schon vorbei jetzt. Nee. Verdammt. Theoretisch kann ich es schaffen, die alle zu holen, ohne die Spinnen hier zu anzulocken. Oder so. Queens love their treasure. Königinnen lieben ihren Schatz. Oh, so.
das mache ich jetzt mal. Ich brauche 1, 2, 3. Jetzt ist, glaube ich, bei mir die Spinne. Ich teste das jetzt mal einfach. Ich habe jetzt zwei Schwerter. 1, 2, 3. Ich glaube, ich schaffe es jetzt vielleicht auch noch. Mal gucken. Theoretisch muss ich die ja nicht mehr anlocken, die eine Spinne jetzt hier. Ja. Warte. Ah. Ich hab's doch. Oder hab ich's jetzt? Das heißt nichts. Das heißt ja nicht, dass ich die andere Spinne jetzt töten muss. Also die anderen Spinnen. Ja, das ist gut. So. Ich finde das total lustig. Auch jetzt halt ein bisschen. Naja, Amir Novak. Mhm, da haben wir was auf seinem Computer. Name Amir Novak. Der arme Kerl, der hatte, glaube ich, hier keine Chance, irgendwie hier auszubrechen aus dem Joch, oder? Dass er dieses Schicksal tragen muss hier als Drogendealer oder sonst was. Ja, 2052 geboren. Muss man ja anders sehen. In Distrikt 16C. Okay. Stärken und Fähigkeiten. Er ist ein Teamplayer und er kann gut mit anderen arbeiten. Auch wenn sie nicht sind wie er. Und es ist ihm egal, solange eben der Job getan wird. Das menschliche Ressourcenmanagement. Can't tell if someone's the right man for the job or just talking big. Also er kann eben, er ist ein guter Mensch, also er kann gut Menschen einschätzen. Und er weiß, ob jemand nur große Worte macht oder wirklich gut arbeiten kann. Konfliktlösung. Und er kann dafür sorgen, dass Probleme einfach verschwinden. Im Guten natürlich und für immer. Und er ist sehr stress- oder er ist sehr belastungsfähig. Er ist sehr belastbar, was Stress angeht. Und er hat verschiedene Arbeitserfahrungen. Ja gut, ich glaube aber trotzdem, er hatte keine Chance. Er war im Knast. Und hier ist es halt so, dass man als Mensch gleich abgeschrieben wird in Bezirk C. Denke ich mir zumindest. Nun ja. Da ist er wieder. Eine Antwort. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich dir das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert und wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt es wohl eher an deinen ständigen Kratzen und Pfuschen. Zum letzten Mal, lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich, aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Ich bin kein Psychiater. Okay, ja. Hat anscheinend einige Sorgen. Korrupte Daten. Die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten, aber wie gesagt, du musst dem Dechiffrierungstool mehr Zeit geben, um ihren Code zu knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Das sind vertrauliche Daten. Jede entstellte Zeile Code bedeutet Stunden zusätzlicher Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sage es nochmal, die Software kann nicht entdeckt werden und du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen an der Workstation ertappt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich bringt, aber genau dafür bezahle ich dich ja. Für was? Antwort, gefallen. Tut mir leid, Hela. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig, aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte, aber selbst wenn wir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen, die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv keine Ex-Sträflinge. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance, aber ich krieg ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Was ich sage. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Pass auf dich auf, Aneta. Dem wird einfach keine Chance mehr gegeben. Ist vorbei. Der ist jetzt unten durch wahrscheinlich im Leben. Also was das gesellschaftliche Leben angeht. Und naja, was hat er für eine Wahl, als jetzt Drogen zu dealen? Vermute ich einfach mal. Ich weiß ja nicht, wie die Gesellschaft hier funktioniert, aber die ist bestimmt nicht... Handy for storing off the grid currency. Ja, die Gesellschaft hier ist bestimmt nicht alles Liebe und Rosenduft. Nun ja, er ist tot. Und das ist vielleicht... Für ihn jetzt so in seinem Elend das Beste, nur auf die Art zu sterben, ist wahrscheinlich nie toll. Armin Novak hat sich wohl mit Dealern ein wenig was dazu, mit Dealen was dazu verdient. Seine Kunden könnten etwas wissen. Einer der Kunden auf dem Vorrat lautet 209. Okay. Armin Novak hat sich wohl mit Dealen, ja das hatten wir schon, 112. Gut, dann müssen wir hier weiter die Wohnungen durchsuchen. Finde Helena Novak. Amir Novak ist tot, aber seine Frau konnte entkommen. Der Traumfresser hat mir Eindrücke eines Tattoo-Studios gezeigt. Ich glaube, ich habe eines im Hof des Gebäudes gesehen. Und vielleicht sollte ich die Wohnung nach zusätzlichen Hinweisen untersuchen. Frage die Nachbarn. Ja, die Nachbarn könnten Informationen liefern. Oder sie könnten noch irgendeinen Quatsch erzählen, der mich nur weiter verwirrt. Das
Das wissen wir ja schon, wie wir das machen hier. Habe ich schon untersucht? Habe ich schon. Aber warum ein Sprachsynthesizer? Was braucht man denn sowas? Möchte ich mal wissen. Gehen wir mal den Rechner, vielleicht ist da noch was rauszuholen. Ja, Malware entdeckt. Das wird dieses Spinnenspiel sein, oder? Die Malware. Ich begrenze es wirklich auf das Minimum, Leute, hier dieses Scannen. Oh, die Tattoos habe ich auch noch nicht. Was bedeuten die denn? Gangzugehörigkeit. Und die Kratzspuren wieder. Also wirklich, ich versuche das ganz kurz nur zu halten mit dem Scannen hier, weil mir war es auch ganz... Das ist ein ganz schön tiefer Kratzer. Also mir macht es auch so ein bisschen zu schaffen, wie gesagt. Ich jetzt... Blut, Homo sapiens. Was, der hat Rhesus 0 negativ? Hab ich auch. Ist ein sehr seltenes Blut. Passt aber, glaube ich, auf alle anderen Blut... also Blutarten, wollte ich sagen. Auf alle anderen Typen. Deswegen kann man es gut spenden, glaube ich. Spuren von geregeltem Stoff 4-5-F entdeckt. Ja, das ist halt diese Droge. Ich bin heute nicht so ganz bei mir. Es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen unkonzentriert wirke. Bin ich wohl auch. Aber gestern war ein harter Tag. Ich habe Klimaanlagen gereinigt und bin auf Dächer geklettert. Nein, ich wollte das nicht machen. Oh Gott, ich wollte das nicht machen. Der arme Kerl hier. Ich meine, jetzt ist er eh tot. Also hat er sein Elend wahrscheinlich jetzt hinter sich. Wer weiß, wie das hier funktioniert. Vielleicht ist sein Gedächtnis noch irgendwo gespeichert und er hat überall immer wieder und sein restliches Dasein diese Albträume. Das wäre natürlich auch nicht geil. Irgendwelche Schränke nicht, weil offensichtlich ist es ja noch nicht vorbei. Hallo? Warte mal, den Schrank bitte auf. Ist der zugeklebt? Ja, tatsächlich. I love you. Dieses. Sagt er das jetzt, weil er es eklig findet oder weil er es traurig findet? Oh. War kurz grün, warum? Warum ist das grün? Also ich kann es doch scannen, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Jesus. Das Blut hier haben wir auch noch nicht. Warum scannst du eigentlich das Blut in der Wanne nicht? Ist das kann doch nicht seins sein. Ich meine, guck mal, wie viele Liter das sein müssen. Das ist total eklig. Auch sehr viel. Corporation ID. Low level clearance, but still valid. Alles klar. Helena Novak. Jungprogrammiererin ist sie. Interessant. Hat sie denn schönes programmiert, frage ich mich. Ich werf mal ganz kurz einen Blick auf meine Quest-Logs. Okay, ich habe wohl alles untersucht. Übrigens. Alles gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Beziehungsweise mache ich jetzt mal Schluss mit dem Part. Ach ja, es ist sehr verwirrend gerade für mich. Und ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren jetzt. Oder ein bisschen runterkommen, je nachdem. Wenn es mit dem Lesen nicht so klappt, dann merke ich das immer. Dann ist so ein bisschen blululut. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, danke fürs Bewerten. Ich finde es saucool, dass ihr euch so darauf freut. Habe ich jetzt schon mehrfach in den Kommentaren gelesen. Und natürlich freut es mich auch sehr, wenn ihr wieder einschaltet bei mir. Nächstes Mal zu Observer. Da geht's weiter. Ich freue mich sehr drauf. Macht's gut.